jedes Mal ist da automatisch eine Gurke dabei. So, warum denn? Und man konnte einfach den sehen, der auf dem Klo war. Und ich war nur so, okay. We've been dancing for so long under the stars. I feel that the grass will cut through my skin. All the bills. Hey Leute und willkommen beim neuen Video von mir. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Carolina. Falls ihr mich schon kennt, ich bin immer noch Carolina. Und das war jetzt eine sehr awkwarde, komische Ansage. Tut mir leid. Okay, jetzt aber mal Spaß beiseite. Ich freue mich, dass du auf dieses Video geklickt hast. Und wie du bestimmt schon in der Beschreibung gelesen hast, werde ich heute etwas über die Unterschiede zwischen den USA und Österreich bzw. Deutschland sprechen. Und ich weiß, ich hätte dieses Video schon sehr viel früher machen sollen, um genauer zu sein, als ich noch in Amerika war. Aber ich fand dort einfach nicht so die Zeit für YouTube. Das habt ihr bestimmt gemerkt. Ich habe nicht so viele Videos hochgeladen, weil ich einfach meine Zeit dort genießen wollte. Aber jetzt habe ich noch so viel, über das ich mit euch sprechen will. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, auch wenn es verspätet kommt. Ihr könnt mir natürlich gerne auf meinen sozialen Medien wie Instagram und Snapchat folgen. Da habe ich meinen Namen, die sind eigentlich beide gleich, mal unten in die Infobox gepackt und da heiße ich einfach CaroXAnnaX auf beiden Kanälen. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und fangen wir einfach direkt mit dem Video an. Ich habe mir wie immer Notizen gemacht in diesem Buch hier und es wird wahrscheinlich einen zweiten Teil geben müssen, weil mir so viele Unterschiede einfach aufgefallen sind und ich halt auf einzelne auch näher eingehen will. Deswegen wird das jetzt wahrscheinlich der erste Teil sein, wenn nicht, dann Entschuldigung, dann halt nicht. Aber ja. Was ich vorab noch gerne klären möchte, ist, dass das alles auf meinen eigenen Erfahrungen basiert und dass ich das voll nicht verallgemeinern kann. Es ist einfach die Unterschiede, die mir aufgefallen sind und es ist auch von Region zu Region bestimmt anders und wie das Leben vorher in Deutschland oder Österreich ausgesehen hat. Also wie gesagt, meine Erfahrungen nicht verallgemeinern, bitte. Der erste Unterschied ist mir direkt am Flughafen in New York aufgefallen und zwar sind die Klos in Amerika so anders aufgebaut. Was ich damit meine ist, dass wenn du auf dem Klo sitzt, dann hast du ja die Klotür vor dir und bei uns ist da ja komplett zu, also man sieht nicht durch oder so. Aber in Amerika ist halt auf beiden Seiten von der Tür so ein fetter Spalt, das heißt man sieht durch. Und ich hatte halt immer so die Angst, dass wenn jemand sich gerade die Hände wäscht am Waschbecken, dass die jetzt in den Spiegel schauen und dann sehen die mich ja halt. Ich fand das immer so unangenehm und ich bin dann immer so da gesessen und war nur so, ja, bitte guck ich jetzt nicht. Und auch im Schulklo war das halt so voll nervig, weil da standen die dann immer an und man konnte einfach den sehen, der auf dem Klo war. Halt jetzt nicht unbedingt das Gesicht, aber man konnte halt sehen, dass da jemand auf dem Klo sitzt. Und das war mega unangenehm. Der zweite Unterschied ist, dass es nicht wirklich öffentliche Verkehrsmittel gibt, wie wir sie in Österreich und Deutschland gewohnt sind. Und zwar gibt es halt vielleicht noch so einzelne Busse. In meiner Stadt zum Beispiel gab es einen Bus, der hat aber nur 2 Routen, glaube ich, und hat so die wichtigsten Sachen abgeklappert. Und der Bus war gratis, deswegen sind halt Leute damit gefahren, die vielleicht irgendwelche Probleme hatten und ich fand mich da halt immer sehr unangenehm, also es war mir unangenehm, mit dem Bus zu fahren. Nicht, weil ich mir dachte, dass die Leute komisch denken oder so, sondern einfach, weil da eine komische Stimmung drin war. Deswegen muss man quasi in Amerika immer mit dem Auto fahren. Überall hin musst du mit dem Auto fahren. Ich musste meine Gastmama andauernd fragen, ob sie mich zu einem Freund fahren kann oder zum Training fahren kann und so. Ich meine, man kann natürlich auch mit dem Rad fahren, aber in Idaho zum Beispiel war es halt kalt, also im Winter war es halt natürlich kalt, da konnte ich nicht mit dem Fahrrad fahren. Es ist schon sehr nervig, aber man gewöhnt sich irgendwann dran. Den nächsten Unterschied gab es in New York, aber zum Beispiel in Idaho gab es den gar nicht. Und das war, dass das Wasser so ekelhaft nach Chlor geschmeckt hat. Also wirklich, als wir die Orientation Days in New York hatten, habe ich halt mal so Wasser aus dem Wasserhahn getrunken. Und es war so unfassbar ekelhaft. Also macht das nicht, wenn ihr irgendwie in so Gegenden seid, die so großstadtmäßig sind, dann schmeckt das Wasser nicht unbedingt gut. Und auch, glaube ich, ländlich in so ein paar Gegenden schmeckt das Wasser echt so ekelhaft nach Chlor. In Idaho war es überhaupt nicht so. Da konnte man das auch gut aus diesen Trinkwasserautomaten trinken. Das ist der nächste Unterschied, der mir aufgefallen ist. Da gibt es überall so diese Trinkwasserautomaten, die man aus dem Film kennt. Also wo man sich dann halt so runterlehnt und dann kann man so einen Knopf drücken und dann kann man halt so Wasser trinken. Und das finde ich eigentlich voll cool, weil dann kann man überall immer Wasser trinken. Das ist auch vielleicht ein bisschen unhygienisch, weiß nicht. Aber sie putzen das, glaube ich, auch. Aber ja, das gibt es bei uns in Österreich auf jeden Fall nicht so oft. Mir sind so unfassbar viele Unterschiede aufgefallen, wenn es um Essen und Trinken geht. Und der erste Unterschied ist da, dass Amerikaner wirklich überall Eiswürfel reinhauen. Also halt in Getränke natürlich.
wirklich jeder trinkt andauernd Eiswürfel und ich fand das so nervig. Also wenn du im Restaurant ein Getränk bestellst, sind da automatisch Eiswürfel drin. In Österreich musst du ja sagen, ich möchte eine Cola mit Eiswürfel, aber nein, in Amerika ist das automatisch drinnen. Ich musste mir dann irgendwann angewöhnen, immer zu sagen ohne Eiswürfel, weil ich kann das einfach gar nicht, halt, weiß nicht, finde ich voll ekelhaft. Da kommen wir direkt schon zum nächsten Unterschied und zwar, wenn du in Österreich ein Getränk bestellst, dann musst du ja für das Getränk zahlen, also für jedes einzelne Getränk, das du trinkst, zahlst du extra und meistens sind die halt so voll klein und richtig teuer und man versucht sich so das ganze Getränk auf, also ein Getränk auf das ganze Essen so aufzuteilen, damit man Geld spart. In Amerika bestellst du eine Cola und du bekommst die ganze Zeit gratis nachgefüllt, also der kommt dann direkt her und füllt die nach, wenn die leer ist und du musst auch nur einmal dafür zahlen. Und da ist es ganz egal, ob du bei McDonald's bist oder halt generell bei einem Fastfood-Laden oder bei einem normalen Restaurant, du bekommst das überall immer nachgefüllt. Der nächste Unterschied ist, dass du in Amerika wirklich immer so riesige Portionen bekommst. Du bestellst irgendwas Normales und dann bekommst du so eine Riesenportion. Und ich dachte mir immer, wie soll ich denn das alles essen? Da kommen wir auch schon direkt zum nächsten Unterschied. Und zwar bekommst du immer eine To-Go-Box. Also du musst gar nicht danach fragen, du bekommst immer eine To-Go-Box, weil die Portionen wirklich so riesig sind. Wenn ich mit meiner Gastfamilie irgendwo essen gegangen bin, dann hatten wir wirklich immer Leftovers, also wir hatten immer noch Reste und konnten die dann für die nächsten 2 Tage, glaube ich, meistens essen und das ist eigentlich voll gut, weil dann hast du halt noch mehr davon, aber ich finde es auch irgendwie voll unnötig, weil man könnte die Portionen auch einfach kleiner machen. Der nächste Unterschied hat wieder mit Essen zu tun und zwar, wenn du einen Burger oder ein Sandwich in den USA bestellst, ist da immer eine Essiggurke dabei und nein, die Essiggurke ist nicht im Burger oder dem Sandwich, sondern daneben. Und ich verstehe einfach nicht, warum. Ich musste die immer meiner Gastmama geben, weil ich das so eklig fand. Halt, jedes Mal ist da automatisch eine Gurke dabei. So, warum denn? Der nächste Unterschied hat mich am Anfang so genervt, aber ich habe mich dann irgendwann dran gewöhnt. Und zwar gibt es in Amerika meistens nur gesalzene Butter. Also, ich habe am Anfang mal einen Kuchen gebacken und dachte mir nicht, dass die Butter salzig ist, weil in Österreich ist sie auf jeden Fall ungesalzen. Und dann habe ich halt den Kuchen gebacken, die Butter reingemacht. Und dann am Ende esse ich so den Kuchen und ich denke mir so, ja, irgendwie schmeckt das anders und ziemlich salzig. Aber ja, Amerikaner schmecken das nicht mehr so raus. Und ich meine, man gewöhnt sich dran, aber ich fand das so nervig. Der nächste Unterschied ist der Grund, glaube ich zumindest, weswegen ich so viel zugenommen habe. Also ich habe 10 Kilogramm zugenommen in meinem ganzen Auslandsjahr, was ich schon viel finde. Ich kann nicht mehr reden heute, was ich schon ziemlich viel finde. Und ich glaube halt, dass es deswegen ist, weil das Essen dort so viel weniger sättigend ist. Also ich habe halt viel öfter den Drang dazu gehabt, etwas zu essen. Also ich hatte viel öfter Hunger. Und noch ein Unterschied, der mir aufgefallen ist, dass dort fast alle Jugendlichen arbeiten. Also sie gehen in die Schule, aber Schule geht zum Beispiel jeden Tag nur bis 3, also sowas bei mir zumindest. Und dann ist jeder halt noch arbeiten gegangen, was ja eigentlich voll schlau ist, weil dann kannst du so schon Geld verdienen fürs College. Aber hier in Österreich, wir haben halt so ungleich Schule, also Montag haben wir bis 6 und dann Dienstag bis 2. Und da geht es halt nicht unbedingt, dass du jeden Tag arbeiten gehen kannst danach. Aber das finde ich voll gut eigentlich. Der vorletzte Unterschied ist, dass es wirklich überall Trucks gibt und das war wahrscheinlich bei mir in Idaho nochmal stärker, also nochmal mehr ausgeprägt, aber dort hatte wirklich fast jede Familie, so gut wie jede Familie, einen Truck zumindest und die sind halt wirklich überall, es gibt fast keine normalen Autos, überall Trucks und ich war nur so, okay. Und mein letzter Punkt für heute ist, dass es keine Autobahn gibt. Also es gibt ja schon Highways, aber die sind halt anders wie Autobahnen. Bei uns in Österreich fährst du ja auf und dann bist du auf der Autobahn und dann musst du irgendwann abfahren. Aber da ist halt nichts anderes. Du bist auf einer Straße, da gibt es irgendwie keine Nebenstraßen. Aber auf den Highways in Amerika gibt es halt so die ganze Zeit so Einfahrten zu Häusern beziehungsweise halt so zu Straßen, die zu Häusern führen. Und es ist quasi wie bei uns eine Landstraße, aber halt wo man schnell fahren darf. Und wo halt so mehrere Spuren hat meistens. Was ich irgendwie komisch fand am Anfang. Ich dachte mir so, wo ist denn die Autobahn? Aber man muss dafür auch nicht zahlen, glaube ich. Aber nehmt mich jetzt nicht böse sein, wenn das jetzt falsch ist, die Information. Aber ja, das ist auf jeden Fall anders wie in Österreich. Das war es jetzt mit dem Teil 1 der Unterschiede zwischen den USA und Österreich. Und ich werde auf jeden Fall nächste Woche Teil 2 hochladen. Also seid auf jeden Fall gespannt. Ich habe da noch einige Unterschiede. Also das alles sind noch Unterschiede. Also seid mal gespannt für das. Ich würde mich mega freuen, wenn dir das Video gefallen hat, dass du mir einen Daumen nach oben gibst. Und du kannst auch gerne ein Abo dalassen. Hätte ich nichts dagegen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video.